Nach der Veröffentlichung von geheimen Dokumenten durch die Internetplattform WikiLeaks hat Sprecher Hafenson die Reaktionen der Öffentlichkeit als äußerst unterschiedlich beschrieben. Bei einer Gesprächsrunde im Londoner Frontline Club sagte er am Mittwoch: "The response in general, I sense that there is a gratitude in among the general public for the stories that Die Resonanz ist generell eher positiv. Viele äußerten Dankbarkeit für die Beiträge, die online gestellt wurden. Wir haben aber auch sehr aufgeheizte Reaktionen und sogar Drohungen von Regierungen und Kritikern erhalten. Einige der Reaktionen stehen in keinerlei Relation zu der Sache an sich. Es gab sogar Rufe nach einer Hinrichtung von Julian Assange." "Totally absolutely preposterous, even calls for assassination of Julian Assange." WikiLeaks hatte am Wochenende rund 250.000 Dokumente von US-Diplomaten online gestellt. Diese werfen ein Schlaglicht auf die Außenpolitik der USA und beinhalten oft wenig schmeichelhafte Einschätzungen über Regierungspolitiker in aller Welt.